Ja, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir müssen ja immer noch Nettie befreien. Wir sind ja am Ende der letzten Folge hier leider gescheitert, gestorben. Und ich würde sagen, wir versuchen es jetzt direkt nochmal. Auf ein neues. Nettie muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Ich sollte mich nicht sehen lassen. So, ich glaube, wir mussten hier runter, ne? So, ich bleib mir hier hinten. Ich versuche die mal alle hier in den Raum zu locken. Nein! Falscher Tab! Auch noch einer. Oh, zwei sogar. Lass mich mal hier durch. Ich glaube, die Gefahren war erledigt. Revelio. Ja, ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen leveln gehen. Die werden schon ein bisschen härter gegen Gegner jetzt hier, ne? Ich glaube, die waren teilweise Level 30. Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet. Aber egal. So. Darf hier auch alles noch mal neu einsammeln? Okay. Revelio. Ja, den hatten wir letztes Mal schon vorgelesen. Das so. Gerüchten, dass Agabus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich darüber freuen. Revelio. Ich bin gerade am Überlegen, ob es hier nicht Sinn macht, nochmal zu speichern. Weil wenn wir jetzt hier wieder sterben, wieder alles von vorne machen, ganz ehrlich gesagt, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Mal gucken, ob wir hier überhaupt speichern können. Das ist die andere Frage. Oder können, dürfen, ne? Oi, oi. Hey. Was mache ich denn hier schon wieder gedrückt? Nee. Müssen wir doch so machen. Oder? Ja. So geht's besser. Nicht lang.
Nee, verkehrt. Ach, ich habe meine Zauberleisten hier mal ein bisschen angepasst. Auf den Hinweis. Euren Hinweisen hin, sag ich mal. Jetzt komme ich hier natürlich total durcheinander. Wo habe ich denn jetzt das, was ich brauche? Da. Kann ich den da nicht wegbewegen? Oder komme ich hier da? Ich komme doch durch. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir da aber hängen geblieben. Da mussten wir das Gitter wegmachen, deshalb. So. Ist hier noch was drin? Lumos. So, hier geht's hoch. Okay. Aber dann schaue ich mich nochmal außen um, ob wir da wirklich alles mitgenommen haben. Wollen ja nichts vergessen hier, ne? Revelio. Feuer frei, sagt der, oder was? So, wir können auch hier nach oben. Achso, da können wir uns von hinten anschleichen. Ja, dann versuchen wir das doch mal. Ich glaube, das kommt besser. Machen wir uns nochmal unsichtbar. Duellleistung. Entwaffne ein Panzer der Eschwinderer während der... So. Setze Alraune gegen Gegner ein. Das ist ja das kleinste Problem. Ein Moment. So, da müssen wir erst hier raus. Sonst können wir nichts machen. Kann ich mir ja schon mal die Alraune zurechtlegen. Und was brauchen wir noch? Entwaffnen, ja. Selbst mit zwei Zauberleisten muss ich immer noch hingehen und mir die passenden Zauber raussuchen. Wo ist denn? Da ist er. Nützt alle nix. Auch mit zwei Leisten muss ich zwischendurch die Zauber tauschen. Ach ja. Wir sollten noch mal mit ihr reden. Vielleicht kann sie uns sagen, wo wir ihre Freundin finden. Sie schweigt hartnäckig. Der Boss kümmert sich um sie, wenn er da ist. Überrasch mich nicht, dass du nach Tappen... Wer mich nicht pünktlich bezahlen kann, den lasse ich bluten. Shit. So, du bist da hinten? Okay. Oh, du bist ein Tierwesen. Schade, dass das niemand gesehen hat. Hier lang? Nati muss hier irgendwo sein. Da ist doch Nati. Du hast uns gefunden. Revelio. Du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Sprich mit Mr. Rabe. Er sagt dir, was du tun musst. Machen wir sofort. Erstmal schauen wir, was hier rumliegt. Ihr lauft ja nicht weg. So. Revelio. Mr. Rabe? Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht, aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Nati kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden.
Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Natti konnte meinen Stab nicht beschwören. Er muss blockiert sein. Revelio! Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Hallo, Homura. Der Zauberstab von Mr. Rape kann nicht weit sein, wenn er ihn von der Zelle ausspült. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Ja, denke ich auch. Jetzt muss er nur noch das Zauberbuch finden, ne? Revelio. Und ein Liebesbrief. Wobei das alles optional ist. Weil. Ist denn der Liebesbrief? Das ist eine gute Frage. Ach komm, wir befreien ihn. Mr. Rabe, ich habe Ihren Stab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Den machen wir mal. Weißt du jetzt noch Netty? Ja. Ach da. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Okay. Wir hätten den Liebesbrief hier drin auch gar nicht finden können, so wie ich das sehe. Revelio. Das war es bestimmt noch nicht. Wäre dann auch viel zu einfach, ne? Aber haben wir den Brief nicht? Nee, das, doch, haben wir den Liebesbrief hier nicht vorhin schon gefunden gehabt? War das nicht der Liebesbrief, der hier lag? Aber auch nichts anderes mehr, ne? Nichts Blaues. Außer die Ach, da guck mal, da sind noch Truhen. Wo kommen wir denn da hin? Von hier irgendwie hoch? Nee. Hier oben. Ja, aber hier wird der Liebesbrief wahrscheinlich auch nicht sein, ne? In der Truhe. Doch, mein lieber Otto. Aber ich glaube, den haben wir auch schon vorgelesen letztes Mal, ne? Ja, haben wir. Otto Dibbles Liebesbrief von Rosie. Ich sollte ihn zerstören, wenn ich ihn finde. So. Dann haben wir den Liebesbrief ja doch noch gefunden. Dann mal nichts wie raus hier. Ich glaube, hier müssen wir lang. Ja. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. Machen wir, Natti. So. Verlassen.
Ach guck, da ist er schon, Officer Singer. Als wenn er auf uns gewartet hätte. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Iskorape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, eigentlich haben Natty und ich erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade heftig bedroht haben. Rockwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen und Natty, sondern auch Agabus Filbert und Otto Dibble ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was Sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Ja, dann müsst ihr euch darum kümmern. Es wie im echten Leben, die Behörden. Genau, die Behörden waren keine große Hilfe. Nur bla bla. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. So, Auftrag abgeschlossen. Level 29, jawohl. So, was machen wir denn als nächstes? Das vergessene Ei. Ja, ich würde sagen, das machen wir doch mal jetzt hier direkt, ne? Im Anschluss. Mit Poppy sprechen. Sind ja hier in Hogsmeade. Ist ja dann auch naheliegend. Einmal Eulenpost. Machen wir. So. War jetzt natürlich eine blöde Stelle, die Eulenpost zu lesen, aber kann es leider nicht mehr ändern. War hier lang? Ja. Hier ist ein Brunnen. Ah, hier sind wir. Jetzt weiß ich, wo wir sind. So, dann warten wir mal auf Poppy. Sie ist sonst verlässlicher. Ich hoffe, du hast noch nicht lange gewartet. Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte deine Oma dir schicken? Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniese geben. Über was forscht deine Oma? Im ganz trockenen Mund. Welche Art von mal was Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was sind denn Plimpies? Haben wir die schon gehabt hier im Spiel? Plimpies? Ist das gar nicht mehr. Du hast Neuigkeiten über den Drachen. Was weißt du über den Drachen, den du verfolgt hast? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man den Flug eines Drachens? Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Gut gemacht. Gut gemacht.
Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Klingt gut. Wollen wir los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Okay. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das hast du dir alles beim Hierumstehen überlegt? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Ist das sicher? Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hybriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Warum nicht das Ei behalten? Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Wohin genau schaffen wir das Ei? Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir das Ei dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Ja klar, wir gehen in den Bau eines Drachens. Oh Mann. Gut, dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Okay, mich würde aber jetzt mal eben interessieren, wo wir hier auf der Karte sind. Kann ich die Map nicht aufrufen? Och, das ist ja gemein. Weil das hätte mich jetzt wirklich interessiert. Wo wir hier sind. Revelio. Da ist auf jeden Fall noch ein Säckchen. So. Will mal eben gucken, vielleicht können wir ja von hier aus... Oh, ja, ich hab's vergessen. Ich dachte, wir können uns hier ein bisschen umsehen und vielleicht herausfinden, wo wir hier sind. So, wartet mal, wir sind auf jeden Fall ziemlich weit neben Westen. Ah ja, egal. Auch wäre schon schön gewesen. Über uns. Ah. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh gut, anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Revelio. Wir nehmen natürlich wieder alles mit. Ich glaube, wir können auch nur hier unten langlaufen, ne? Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Was ist das denn hier? Soll das verkohltes Holz sein oder soll das Blut sein? Ich gehe mal davon aus, das soll nur verkohltes Holz sein. So. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Oh, schlechtes Omen.
Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Ihr kennt das bestimmt auch, ne? Man sagt, oh, hoffentlich passiert das und das nicht. Und genau das passiert dann. Hat der Drache auch nicht gehört, ne? Wie viele waren, die sie gefangen haben? Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Wieso brennt hier Feuer? Ach, von den Wilderern wahrscheinlich. Die Frage, sind hier noch welche oder sind hier keine mehr? Revelio. Da ist schon mal nichts. Vorsichtig. Ja, ja, ich fall da schon nicht runter. Wo. Stecken. Ist sie wieder? Aus der Entfernung. Ich sehe, auch die Brücke entging ihrem Zorn nicht. Zum Glück lässt sich das reparieren. Bist du fertig, Poppy? Gut. Wo sind sie, Schmitty? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnung auf den Kampfring machen. Aber die wahren Galoon findet man in Akonatulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violett und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter. Weiter. Vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald. Angus. Wie süß. Sie halten Kontakt zueinander. Revelio. So. Reparo. Fantastisch. Revelio. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Ah, wie bitte? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Hab ich auch gerade gedacht. Ja auch nicht hoch, ne? Habe ich schon mal erwähnt, also die unsichtbare Wände liebe ins Spiel. In Spielen. War eine einfache Lösung, aber keine schöne. Revelio. Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Was sagt sie, ein Grabhorn ist das? Ich kann mich mit den Tierwesen so nicht aus. Sag ihr das mal. Hier drüben.
soweit bist, ich folge dir. Und der Drache, jetzt liegt er weg. Ich wollte gerade sagen, der kann sich auch nicht umdrehen, ne? Rebellion. Dann sind ja auch noch Katz und Maus spielen mit dem Drachen. Vorsicht, das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Wollen wir das eigentlich einfach hier irgendwo hinlegen? Ihr findet das doch bestimmt. So, nächsten Feuerball abwarten. Lauf, 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 lauf. Oh, gut, dass wir uns da nicht versteckt haben. Bei dem roten Fass, das hätte ein bisschen übel ausgehen können. Lauf! Calvelio! Ach, hat was von einem Kaminfeuer. Die Poppy, die rennt hier einfach durch, ohne zu gucken. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dann... Alter, jetzt geht's aber richtig ab hier. Wenn es immer drei sind, ne? Und Poppy, kommst du hinterher, oder? Ja, kommt sie. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Ja, Ausrüstungsplätze sind voll. War ja klar. Taschen wieder voll sind, ne? Ich. Doch I gedrückt. So. Also hier geht alles auf, nur nicht das Inventar. So. Das ist besser? Nee. Aber es werden nur grüne Sachen vernichtet. Ja, komm. Sollte reichen, hoffe ich. Den Donner eingesammelt. Ja klar, da sollen wir jetzt drüber und gleichzeitig noch die Brücke wahrscheinlich reparieren, ne? So. Warum sind alle Brücken zerstört? Das hat der Drache jetzt nicht mitgekriegt, ne? Hier unten haben wir gerade noch gekämpft und uns durchgeschlichen. Kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier. Ah ja. So.
atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Leute unterschätzen Tierwesen oft. Und was haben wir noch? Sie versuchte uns zu töten. Naja, gut. Ist halt ein Drache, ne? Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Keineswegs, aber wir können zurückgehen. Ich bin noch nicht bereit. Weiß nicht, gibt es hier noch? Nee, komm, wir gehen zurück zum Schloss. Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Ach Mist, ich wollte auf eine Karte. Wir jetzt haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt, du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer, sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Mhm. Jetzt möchte ich aber auch gerne wissen, was Poppy da noch eingefallen ist. Wie konnte ich so blind sein? Das vergessene Ei, abgeschlossen. So, ja, die Zeit ist auch leider um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Lataxis. Bye, bye.